Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Abim und Gabriel am Start und zwar mit Part 2 der nachkommentierten Gruga-Liga-Kämpfe in der Arena-Phase. Ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich mal los, nämlich haben wir als nächstes, als fünfte Arena von uns, die gute Schatztruhen-Arena oder die Schatzsucher-Arena. Und ja, in der Arena gab es relativ viel, was darauf angedeutet hat, dass es irgendwie Boden- oder Gesteinsmons gibt. Und dementsprechend habe ich mich auch vorbereitet. Ja, dieses Mal habe ich nämlich ein Lashoking dabei, ein Mawile Mega und ein Mamoswine. Mamoswine war irgendwie oft dabei. Und ja, bevor wir irgendwas machen, fangen wir natürlich sofort an, in den Kampf zu gehen. Ja, der gute Marvin fordert uns heraus und wir leaden natürlich mit unserem guten Breiti. Der hat einfach das Lead-Matchup gehabt gegen viele der Groundmons und auch gegen Excadrill und so weiter. So, er leadet hier mit dem Tita, will hier seinen Sand rausbekommen. Und wir haben die Superpower-Tag drauf. Deswegen, warum nicht einfach mal dafür gehen? Togekiss will er sowieso nicht reinwechseln und ja, wenn er jetzt hier in den Excadrill geht, dann nimmt das ebenfalls sehr, sehr viel Schaden. Und zum Glück sind wir auch trotzdem noch schneller, obwohl wir Adamant sind. Und mit dem Expertengurt reicht die Superpower auf jeden Fall aus, um dieses Despotar zu besiegen. Ja, damit ist es down schon mal. Und er schickt seine Naomi in den Kampf. Seine Naomi ist ein ziemlich, ziemlich ungünstiges Togekiss, würde ich mal sagen. Ja, nämlich, wir gehen natürlich in unser Mawile, während er für den Flammenwurf geht. Und dieser Flammenwurf macht Millionen an Schaden und knockt uns aus. Ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Jetzt wissen wir, dass es auf jeden Fall ein bisschen Offensiv-Investment hat. Er hat die Lefties und was wir jetzt natürlich machen können, ist auf jeden Fall rauszuwechseln in unser Marmutel. Natürlich darauf zu hoffen, dass wir nicht geburnt werden und hier mit einem Eissperr guten Schaden machen. Er hat natürlich Serene Grace und es macht auch weniger als 50, aber er kriegt den Burn, was super, super unlucky für uns ist. Ja, wir müssen hier natürlich für den Eissperr gehen und hoffen, dass wir mehrere Hits bekommen. Und das macht sogar relativ guten Schaden. Wir kriegen hier sogar 3 Hits und sogar den vierten noch. Und damit ist er, glaube ich, in Range durch den Sandsturm von sich selbst natürlich auch, dass wir für den Eissplitter gehen können. Und dann letztendlich dieses Togekiss rausnehmen können. Das ist halt super, super gut. Natürlich gehen wir auch für den Eissplitter und knocken das Ding aus. Das geht natürlich jetzt down. Und das letzte Mon haben wir ja schon in der Team-Preview gesehen. Wird sein Excadrill sein. Und Excadrill im Sand ist natürlich ein bisschen scary. Wir wissen natürlich, er hat nur noch eine Runde Sand offen, weil das jetzt die fünfte Runde ist. Und das sollte aber okay sein. So, wir gehen natürlich für den Eissplitter noch für den zusätzlichen Chip-Damage, während er für den Eisenschädel geht und uns rausnimmt. Ich dachte mir schon irgendwas in die Art und Weise, von dem her bin ich da gerne drauf gegangen. Der Sandsturm legt sich und wir haben natürlich noch unsere Seishun Hiki, unsere Geheimwaffe und können hier natürlich für die Skull drücken. Jetzt sehen wir aber schon, er hat den Z-Move und das ist natürlich super scary, weil es, wenn Adamant Excadrill hat eine sehr, sehr gute Chance, uns auszunocken. Und ja, Adamant Excadrill EQ mit der Size Mission Eruption. Das ist hat sogar eine sehr, sehr gute Chance, uns auszunocken. Und wir sehen auch schon an dem Mark, wie der KP-Zeiger down geht. Das ist auf jeden Fall ein Survival. Und wir surviven nämlich mit 2 HP. Und können auf jeden Fall hier das Charlebon noch rausnehmen. Und dadurch hat uns unser Slowking mit 2 HP das erste richtig, richtig, richtig close Match gewonnen. Und da war ich super, super froh, super, super happy, dass das so gekommen ist. War ultimativ cool, dass es so knapp war. Und ja, es war, glaube ich, eins der besten Ligakämpfe, die ich hier hatte auf der Gruga. Und definitiv Shoutouts an Marvin hier von der 5. Arena, von der Schatzsucher Arena. War ultra gut, ultra gut, ultra close. Sehr, sehr schöner Kampf, hat mir unglaublich gut gefallen. Und ja, die nächste Arena ist dann die Beachboy Arena oder die Volleyball Arena, wie auch immer. Und ja, da treffen wir uns gleich nach der Pause. So, da sind wir auch schon wieder. Und zwar müssen wir diesmal gegen den guten Moritz ran.
Fun Fact, Moritz hat mich halb erkannt. Er hat gesagt, hey, bist du nicht ein YouTuber? Bist du nicht in der GPL? Und das war schon ziemlich, ziemlich witzig. Wir haben auch dieses Mal unser Thunderous dabei. Und diesmal kommt, glaube ich, auch unser Thunderous zum ersten Mal raus, weil es ja in der Elektro Arena nicht unbedingt rausgekommen ist. Oder in der Rocker Arena, besser gesagt. Er hatte dabei ein Alola Raichu, ein Pelipper und ein Crocodile. Und das sind definitiv alles Mons, die sehr, sehr gut gegen mich sind. Vor allem auch sehr, sehr gut gegen Thundurus. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt. Ja, also ich kenne den Kampf schon, aber ich bin trotzdem gespannt, wie der Kampf ausgegangen ist. Weil der war richtig, richtig gut von ihm gespielt. So, nämlich, wir liegen als Anfang mit The Ice, I forgot, von Uzumaki-Khan. Und er fängt mit Pelipper an. So, das ist natürlich erstmal schön toll. Hier kommt auf jeden Fall erstmal der Drizzle oder der Niesel auf Deutsch. Und er will auf jeden Fall hier erstmal nicht drin bleiben, weil The Ice, I forgot, ist auf jeden Fall schneller. Er geht hier in Rabigator. Ich wusste natürlich nicht, dass er das Rabigator dabei hat. Aus diesem Grund hätte ich hätte es keinen Sinn gemacht, hier nicht auf den Voltwechsel zu gehen. Und hier bleibe ich einfach mal drin und scoute, was er machen will. Er ist Choice Scarf. Und er ist Steinkante. Wir können hier mit dem Strauchler gehen. Machen super, super guten Schaden auf dem Rabigator. Das sind 75%. Und hier sehen wir auch schon, er macht einen sehr, sehr netten Double. Zurück in sein Raichu. Und ja, wir gehen natürlich ebenfalls raus. Und gehen in unser Seishunheki. In unser Slowking. Weil Slowking generell relativ nice war. Weil wir nach dem Trick Room schneller als alles waren. Etc. pp. Und hätten halt theoretisch alles ausdauern können. So, wir wechseln dann natürlich wieder zurück in The Ice, während wir natürlich die Elektroattacke predikten, während er für ein Elektrofeld geht und dadurch seinen Surge Surfer aktiviert. Und das ist super gut für ihn, weil wir sind nicht gegroundet, das heißt, unsere Elektro-Types, Type-Attacks werden nicht geboostet. Aber er geht hier nicht für den Elektro-Type-Attack, sondern er geht hier für die Psychokinese. Wir sehen aber auch schon mit 1,5 Boost, hätte auch ein Elektro-Move nicht ausgekillt, also ausgereicht, also kein T-Bolt für ihn. Und wir können hier für den Darkium Z gehen. An der Stelle muss ich sagen, hätten wir ein kleines Problem gehabt, wenn er ein Fokus-Gurt gewesen wäre, womit ich sehr, sehr stark gerechnet habe, nachdem ich keine Themen gesehen habe tatsächlich. Also, dass er sicher das Elektrofeld aufbekommt. Aber wir sehen hier, er geht down komplett und dadurch ist das Raichu auch komplett unten von der KP. Und damit ist auch das Elektrofeld relativ nutzlos. So, er geht ja in sein Rabigator, er kriegt natürlich den Bedroher und ich denke mir hier so, okay, ich will das noch aufheben. Das heißt, ich wechsle hier raus mit The Ice, I forgot, und gehen in den Khan selbst. In den Khan himself. Und hier kommt erstmal ein Knirscher, der macht relativ guten Schaden. Macht ungefähr um die 45. Und wir können halt einfach auf die Mega-Evolution gehen und dann auf den Gigasauger. Egal, ob er jetzt hier in sein Pelipper gehen sollte oder drinnen bleibt, machen wir sehr, 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 sehr guten Schaden mit diesem Gigasauger auf alles und können uns dementsprechend wieder recovern. Er hat hier nur einen Play, nämlich der ist auf den Crit zu gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass der hier sogar noch ausgereicht hätte. Wir gehen natürlich auf den Gigasauger und das heilt uns wieder relativ gut voll. Und das Rabigator geht down. So, jetzt ist natürlich das Pelipper wieder drin. Und das ist die letzte Runde an Regen. Das heißt, er kann hier noch seinen Hurricane drücken, ansonsten nicht mehr. Und wir gehen hier erstmal für den Gigasauger. Wir sehen, es ist kein Two-Hit. Aber an der Stelle ist es definitiv okay. So, er geht hier für den Rückenwind, um auf jeden Fall schneller als alles zu sein, was wir haben. Merkt aber nicht, oh ja, der Regen hört auf. Was effektiv für uns heißt, wir können hier auf jeden Fall nochmal für eine Matschbombe gehen, während er seinen Orkan misst. Und die Matschbombe ist dadurch, dass sie ein bisschen stärker ist als der Gigasauger und das natürlich durch der Flugtypus, den Grastypus, die Grastypus-Schwäche ausgleicht, ist es natürlich deutlich stärker und nimmt dann letzten Endes das Pelipper auch noch raus. Ja, ebenfalls sehr, sehr cooler Kampf von Moritz. Und ich würde sagen, by the way, beste Arena. Ich würde sagen, wir pausieren nochmal und wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Arena. Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Mount Gabriel am Start. Und zwar mit dem nächsten Kampf, der nachkommentiert wurde. Und zwar ist es diesmal die siebte Arena, Leute. Burg? Arena. Nein, nee, keine Burg, Arena. Obwohl, es war vielleicht eine Burg. Egal. Naja, jedenfalls, ist es jetzt so, dass wir gegen die gute Somni gespielt haben vom DBA
Und die heißt Anton eigentlich, ne? Also, dass das klar ist, die heißt Anton. Ab jetzt bitte alle Anton zu Somni. Und ja, die hatten die Olymp oder das Olymp-Thema. Und wir sehen schon, sie bringt ein Trikefalo, ein Turtok, was wahrscheinlich mega Turtok ist, und ein Tauros. Dieses Tauros ist huge, also das ist krass, das Ding. Wir bringen ein Mamutel, ein Bisaflor und ein Quaiutsu. Man muss dazu sagen, der Kampf, der jetzt kommt, das war der mit definitiv für mich nicht unbedingt am schwierigsten. Also vom Skill her definitiv der intensivste. Es war nicht der knappeste Kampf, aber es war sehr, ein sehr, sehr intenser Kampf. Jedenfalls leaden wir hier mit Breiti und sie leadet mit dem Trikefalo. Ich wusste, okay, wir können wir können jeden Move überleben. Von dem her bin ich hier auf den Icicle Spear gegangen. Ich wollte nicht auf eine Eisschat gehen, weil ich wusste, dass das nicht tötet. Und ich bin doch auf einen Eissplitter gegangen, weil ich Chip Damage wollte. Das ist auch okay. Ist ja auch egal. Jedenfalls kann ich hier rausgehen und gehen Mega Venusaur, nämlich in Uzumaki Khan, während ich denke, dass da eine Scald kommt oder ein Water Pulse, eventuell sogar eine Hydropumpe. Sie könnte das natürlich auch predicted haben und für einen Ice Beam gehen. Aber wie wir sehen, kommt die Aura-Sphäre. Also wäre das wahrscheinlich eine Sache, wo sie predicted hat, dass ich Quajutsu dabei habe. Ziemlich, ziemlich nice. Dark Pulse wäre natürlich auch eine Option gewesen. Wir gehen natürlich auf die Mega Evolution hier, während sie auswechselt, wieder zurück in ihr Hydra. Und das habe ich diesmal aber predicted. Und gehe hier auf die Mega Evolution und soweit ich mich erinnern kann, diesmal auf die Matschbombe. Um eventuell eine Poison zu bekommen. Und ein Gigasauger knockt sowieso nicht aus. Von dem her ist die Matschbombe hier der beste Play. So, die Hydra kriegt auf jeden Fall ein Drittel. Was heißt, es hat auf jeden Fall Spedef Investment. Aber wir müssen hier rauswechseln. Und wir gehen in Barry's Boy, weil Barry's Boy hier eine Attacke auf jeden Fall überleben kann. Während sie hier wieder einen guten Play macht und auf die Kehrtwende geht. So, die Sache ist, Kehrtwende macht genug Schaden, dass ich sagen kann, okay, Barry kann nochmal reinwechseln, selbst wenn sie Scarf ist. Und wir können hier, da wir Protein sind, können wir auf jeden Fall hier die Kehrtwende einsetzen und machen einiges an Schaden noch auf dem Mega Venusaur. Egal was ihr einsetzt, es kann maximal neutral sein. Also das Schlimmste wäre natürlich Ice Beam oder ein Dark Pulse. Ich glaube Dark Pulse wäre sogar noch schlimmer. Ja, weil Dark Pulse noch den Stab durch den Mega Launcher dazu kriegt. Allerdings geht sie wieder auf die Aura-Sphäre. Es trifft zwei Monster mir sehr effektiv, kann ich daher sehr, sehr gut nachvollziehen. Und hier habe ich predicted, dass sie drinnen bleibt. Und bin auf einen Gigasauger gegangen, der, dazu geführt hat, dass ich viel recovere und sie natürlich hier auf den Ice Beam geht. Das heißt wahrscheinlich, sie hat keinen Dark Pulse und ich habe hier so gehofft, dass kein Freeze kommt. Das macht nichts, aber ihr kennt es doch. Ihr kennt es doch. Natürlich werde ich gefreezed und natürlich bleibe ich drin. Das war nicht so gut. Ich weiß aber zum Glück, dass Eisstrahl nicht so viel Schaden macht. Von dem her bleibe ich einfach weiter drin hier und hoffe, dass ich auftaue. Weil wenn ich gegen was auftaue, dann definitiv das. Während sie jetzt hier in ihr Zeus geht, in ihr Zeus, in das Taurus. Und das war ein definitives Problem, weil sie geht jetzt hier auf den Zen-Kopfstoß und der nimmt mich raus. Und ab dem Moment hatte ich jetzt ein kleines Problem, weil dieses Taurus, das jeden Hit von Quajutsu überleben kann. Und deswegen muss ich hier in Mamutel gehen. Und sie geht auf den Eisentrail. Und in dem Moment dachte ich mir so, oh shit. Oh shit. Aber wir überleben mit 3 KP. Und wir gehen für den Grabkoloss. Was für uns heißt, dass dieses Zeus hier raus ist. Und das ist super gut. Holy crap. Wären wir da drauf gegangen, hätte der Eisentrail gekillt, dann hätten wir den Arena-Kampf verloren. Und es standen viele Leute an da. Also war das definitiv suboptimal. So, hier können wir jetzt definitiv auf den Eissplitter gehen, wann wir Angst haben, dass sie schneller ist oder einen Aquajet hat. Und der knockt zum Glück das Turtok aus. Und sie kann hier wieder ohne große Probleme in ihr Hydra gehen. Während wir jetzt einfach sagen können, okay, wir gehen nochmal auf Eissplitter. Falls sie nämlich die Assault Vest trägt oder irgendwas komisches, brauchen wir auf jeden Fall den Damage. Und es sollte ja ein Two-Hit KO sein, falls sie für irgendwas anderes geht. Geht ihr für den Dark Pulse, damit ist Mamoswine down mit 3 HP. Und wir können auf jeden Fall in unser Gren gehen. Hydreigon hat keine Priority und wir sind auch ebenfalls Choice Scarf. Von dem habe ich da überhaupt gar kein Problem, hier für den Eisstrahl zu gehen. Und hier das Hydreigon dann letztendlich damit rauszunehmen. Ja, super, super spannender Kampf.
das mag jetzt nicht so aussehen, als ob der so spannend gewesen wäre wie der Kampf gegen in der fünften Arena mit den 2 HP, aber es war genauso wichtig. Es war sehr, sehr ähnlich. Dadurch, dass der Freeze kam, super, super gut, muss man einfach mal so sagen. Das hat mir wirklich Probleme gemacht. Klar, es wäre jetzt nicht dazu gekommen, wenn der Freeze nicht gewesen wäre, aber ne, mit einem Freeze muss man umgehen können und ja, war definitiv wahnsinnig gut gespielt. So, dann würde ich auch sagen, wir machen ganz kurz nochmal einen Cut, damit ich zum nächsten gehen kann und wir sehen uns gleich beim letzten Kampf. So, hier sind wir auch schon beim letzten Kampf und zwar ist das der Kampf, ich glaube, das war diese Hollywood-Arena, diese Mode-Arena, bei der ich Gemälde umgeschmissen habe. Nochmal sorry an der Stelle. Und da kämpfen wir gegen die gute Faye. Vor der habe ich mich tatsächlich hingekniet, um sie zum Kampf herauszufordern. Ja? Also das war so ziemlich, ziemlich witzig. War nämlich ein Stuhl frei und ich habe sie gefragt, ob ich mich da hinsetzen darf. Dann hat sie gesagt, nein, es wird nur auf dem roten Teppich herausgefordert. Und dann hat sie mir so, okay, du willst jetzt unbedingt sitzen, hockst du dich mal, kniest du dich mal hin. War auch wieder super witzig und für den Kampf durfte ich mich dann hinhocken. Ja, sie hat auf jeden Fall ein Dragodan, ein Megaschlappohr und ein... wie heißt das nochmal? Nein, nicht Floyette. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Egal, Florges hatte die dabei. Und wir hatten wieder unser Mammutl dabei, was so ziemlich jeden Kampf dabei ist. Dann unser Mega Slowking. Ja, unser... Bravo, Berlin. Wow, Mega Slowking. Wow, das ist ja richtig gut. Mega Slowking. Wow, ich arbeite anscheinend bei Game Freak. Ja, ein Slowking und dann eben noch unser gutes Mawile. Und weil ich eben dachte, okay, Slowking und Mawile könnten eventuell hier gut gegen das Schlappohr sein und gegen das Florges natürlich. Und deswegen, na, waren die dabei. Wir leaden natürlich wieder mit unserem Slowking, weil Slowking einfach das Lead of Choice ist. Ich glaube, ich habe in 70-80% der Kämpfe nur mit Slowking geleadet. Das war insane. Mit Slowking gleich schon, mit Mammutl. Also das ist einfach richtig, richtig gut. Mammutl war einfach der MVP. Und sie kann hier in ihr Dragodan gehen. So. Was ich natürlich hier machen will, ist natürlich für einen Icicle Spear zu gehen, während sie auf einen Drachentanz geht. Ich habe nämlich schon in der Team Preview gesehen, dass, glaube ich, alle 6 Mons von ihr nicht Ice-Resistant waren. Und wenn sie hier die Multischuppe hat, dann, übrigens sehen wir, hat sie, dann können wir das Dragodan hier mit dem ersten rausnehmen, mit dem ersten brechen und dann mit dem zweiten rausnehmen und damit ist auch das Dragodan schon sofort down und sie ist gezwungen, in ihr Schlappohr zu gehen. So, hier dachte ich mir, okay, gut, weißt du was, bleibst einfach drin, gehst du für einen EQ, dein Mammoth-Spam brauchst du eh nicht mehr. Jetzt ist noch ein Pokémon in the bag und Slowking und Mawile können eigentlich alles, was in the bag sein könnte, noch besiegen. Aus dem Grund bleibe ich hier drin, versuche für einen Ike zu gehen, während ich zurückgeschreckt werde durch den Mogelhieb. Dachte mir dann, okay, weißt du was, gehst du mal einfach für einen Eisplitter, dann kannst du für den Iron Head gehen und musst nicht auf das Play Rough gehen, um das Mega Schlappe auszunocken. Sollte eigentlich ganz gut sein. Und lass hier zu einem High Jump Kick meinen Mammoth Swine Drown gehen. Natürlich hätte es auch missen können, von dem her war das immer der Play. So, gehen hier natürlich in unsere Geheimwaffe, in unser Seishun Heki. Und ich werde hier auf jeden Fall erstmal... Ich muss ganz schauen. Bin hier auf den Bizarro-Raum gegangen. Das ist nämlich ein Offensive Trick Room Psychium Z Slowking. Und ich kann natürlich hier auf den Psycho-Shock gehen, ohne große Bedenken. Das wird das Mobile rausnehmen. Und ich habe immer noch unseren Trick Room hier offen. Und das sollte dann definitiv doch ganz nett sein hier an der Stelle. So, wir sehen jetzt hier auch, sie hat als letztes Mal ihr Florges dabei. Und was damit passiert ist, wir gehen erstmal auf den Ränkeschmied. Weil ich dachte mir schon, okay, das einzige Florges, was mir gefährlich werden könnte, wäre definitiv ein Florges mit HP Fire und Calm Mind. Und tatsächlich zeigt sie mir hier das Calm Mind, was mir schon mal sehr, sehr viel Angst macht. Weil ein Florges, das jetzt hier zum Beispiel den Special Attack Drop bekommt, könnte definitiv sehr, sehr scary werden. Dadurch, dass wir ja ein OTR Trick Room, ein OTR Slowking sind und wenig Defensive Investment haben, außer Max HP. Von dem her gehen wir jetzt auf den Psyshock mit dem Psychoschmetterschlag, der natürlich speziell ist, was ich sehr, sehr cool finde, by the way. Psychoschock ist, trifft physisch, aber wenn man Psychoschock sieht, dann trifft er speziell, was einem effektiv die Möglichkeit gibt, ihn immer zu sehen. Und dann alles dabei zu haben, was super, super cool ist. Der macht aber wenig. Also der macht nicht mal die Hälfte. Und ich dachte mir an der Stelle schon, oh Mann. Oh Mann.
Bitte nicht. Bitte nicht. Wir sehen ja auch noch die Leftovers und oh Mann, nein. Es ist bei plus 2. Oh Gott. Ja. Ich gehe auf jeden Fall auf den Psyshock und in dem Moment habe ich gebeten, dass es ausnockt, weil ich glaube, in einem plus 2 Moveless überleben wir nicht. Aber er knockt zum Glück aus und damit geht das Flurgis down. Und wir besiegen Faye. Ich glaube, wir hätten noch eine Trick Room Runde gehabt. 5, 4, 3. Ich glaube, eine Runde hätten wir noch gehabt. Das heißt, Morbile wäre noch gut gewesen. Aber ja, ne, war trotzdem sehr, sehr scary, wenn sie das überlebt hätte und zum Beispiel für eine Synthese gegangen wäre. Dann hätte sie noch eine Runde outstallen können und dann hätten wir ein Problem gehabt. Dann hätten wir definitiv ein Problem gehabt. So, auf jeden Fall waren das meine Arena-Kämpfe auf der Gruga. Wir haben ja schon im Podcast erwähnt, es war ein super, super tolles Event. Und ich bedanke mich nochmal für alle, die den Tag für mich so toll gemacht haben. Natürlich an Arena-Leiter, an die Leute, die bei der Organisation da waren, an Team Kalyptus, an alle Leute, die mit mir unterwegs waren. Da habe ich auch einen kleinen Tweet geschrieben schon vor. Ich glaube, war das Samstag oder Sonntag? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall auch großes, großes Dankeschön an die alle. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich super mega auf die Kruger nächstes Jahr. Ich hoffe, dass ich ein Rematch gegen die ein oder andere Person bekomme. Und ja, bis dahin, signing out. Ciao.